Also es gibt dieses Grundbedürfnis im Menschen, ganz egal, ob das jetzt vorgegeben ist durch Trends, Social Media, Instagram, wie präsentiere ich mich? Ich muss erfolgreich sein. Ich sollte gesund sein. Ich sollte schön sein, faltenfrei und so weiter. Das ist die Individualisierung. Das funktioniert und das ist auch wichtig. Das Spiel ist auch ein wesentlicher Faktor in der individuellen menschlichen Entwicklung. Es ist ein wesentlicher Faktor in der individuellen menschlichen Entwicklung, dass das Individuum, dass ich, dass mein Gegenüber, dass mein Kind, mein Sohn, meine Tochter für sich draufkommt, wer bin ich? Also das ist so dieses Ich. Und gleichzeitig gibt es dann wieder andere Phasen in jeder menschlichen Entwicklung, wo dieses gemeinsam Tomaten schneiden, gemeinsam kochen eine wesentliche Rolle spielt. Und das wünsche ich auch und das ist auch immer mehr in Therapien, also wenn es darum geht, gesund zu werden, wenn schon Krankheiten vorliegen, also auch wenn es um Prävention geht, ist dieses Zusammen, dieses Gemeinsam, so etwas wie ein Medikament. Das erlebst du, wenn du es tust. Wenn, wie gesagt, ausreichend Phasen schon dabei waren, wo ich für mich erlebt habe, okay, was bin ich jetzt als Individuum? Wenn genug dabei war, was bin ich? Ich. Das ist zum Beispiel die Pubertät. In der Pubertät entdecke ich, dass wir, das Ursprüngliche in Frage zu stellen, vorsichtig zu sagen. Ich stelle das in Frage, was das ursprüngliche Wir war, das ursprüngliche Soziale. Und übe mich darin, jetzt selbstständig zu sein. Und es ist dann im nächsten Schritt, und das erleben wir jetzt in unserer, besonders in unserer Kultur eben auch zunehmend, als nächsten Schritt durchaus heilsam, wenn ich dann wieder entdecke, naja, so blöd ist das gemeinsam auch wieder nicht. Und zwar nicht nur in Bezug auf Win-Win-Situation, Stichwort, oder da habe ich dann mehr davon. Das ist so vor, würde ich sagen, 15, 20 Jahren so übertrieben gewesen. Da haben Menschen vordergründig behauptet, ja, das Wir ist besser und soziale Interaktion und setzen wir uns zusammen. Und im Hintergrund ist aber mitgelaufen, okay, was habe ich jetzt davon, dass ich mit meinem Gegenüber zusammensitze? Also das war, hat so getan wie sozial und miteinander und im Hintergrund war aber immer noch individuell. Aber jetzt, in dieser Zeit, beobachte ich zumindest in der Praxis, dass der Mensch sehr viel mehr aus sich heraus sogar bereit ist, einfach einmal nur zu geben. Aus sich heraus. Nicht, weil jemand moralisierend den Zeigefinger erhebt. Dass der Mensch entdeckt, um mit Viktor Frankl zu kommen, das ist ein ganz wichtiges Element für Zeit zu zweit, für Zeit gemeinsam, dass, wenn du dir die Frage stellst, oje, mein Leben macht eigentlich keinen Sinn. Dass, wenn es ein Gegenüber gibt, bedeutet das nicht nur, dass da jemand ist, der mich tröstet, so quasi als Hilfe, sondern bedeutet das, dass diese Interaktion mich wieder lebendig werden lässt. Nicht nur, weil mir jemand hilft, weil mich jemand an der Hand nimmt, weil mich jemand tröstet, weil mich jemand bekuschelt, sondern auch, weil ich jemanden habe. Es dürfte in der menschlichen Seele, in der menschlichen Psyche einen Bereich geben, ein Organ geben, das das Bedürfnis hat, für jemanden da zu sein. Das ist das Spannende.